Was genau stellst du da oben dar? Ich will es nicht wissen, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, wir werden es gleich wissen. Oh, fuck! Na, klasse! Nix da! So, allzu lange hält sie zwar auch nicht durch, aber... Nun ja! Sie sieht auf jeden Fall erstmal ein bisschen ungemütlich aus. Gebe ich zu. Es ist keine Schande, sich aus einem aussichtslosen Kampf zurückzuziehen. Willst du mich verarschen? Die ist fast tot. Treffe ich die nicht? Oh, shit. Komm schon. Doch, natürlich treffe ich die. Komm schon, die kriegen wir doch klein. Was geht denn mit der ab? Okay, ich glaube, man kann sie nicht besiegen, oder? Nein, nein, kann man nicht. Gut, dann lass uns mal gehen, glaube ich. Das Prinzip ist, glaube ich, sich hinter den Kisten zu verstecken, damit sie die wegsprengt. So verstehe ich das jedenfalls. Oder? Sie ist außerhalb eurer Reichweite, Kubo. Spart euch eure Energie für später. Ja, ich glaube, das ist das Prinzip. Sie hat euch den Weg freigemacht, Kubo. Schnell, flieht ins Gebäude. This is ridiculous. Don't bother fighting them. Let's go. Hi there. I told you. There's no escape. Ah, ich komme ja nicht hin so richtig. Schade eigentlich. Nein, komme ich nicht. Können wir fliehen? Nein, können wir nicht. In Ordnung, das ist natürlich speziell jetzt. Aber okay. Oh, natürlich, natürlich. Dann ballern wir einfach mal ein bisschen von unten drauf. Ich treffe sie bloß nicht. Haltet noch ein wenig länger durch. Bis wann? Hallo? Okay, das war jetzt etwas plötzlich, dass sie verschwunden ist. Aber soll mir recht sein, soll mir recht sein. Dürfen wir jetzt auch hier durch? Danke. Gut, das war eine sehr seltsame Begegnung, zumal ich dieses Ding ja eigentlich schon zerstört hätte. Aber gut, was soll's? Machen wir weiter. Ich hoffe, wir dürfen ihr noch endgültig den Arsch aufreißen. Das hätte sie doch irgendwie verdient. So, schauen wir uns doch mal ein bisschen um hier in der ersten Etage dieses Gebäudes. Was auch immer wir jetzt in diesem Haus hier tun, ich habe keine Ahnung. Kann man Türen öffnen? Nein. Egal, Hauptsache schon mal die Waffe gezogen. Ich schau mal kurz auf die Karte. Wo genau müssen wir denn eigentlich lang? Das ist mir nicht so richtig klar, muss ich zugeben. Oh, hi! Why would monsters be in a place like this? Yeti? Okay. Es wird langsam etwas merkwürdig, muss ich zugeben. Ich hau ihn einfach mal tot. Einfach so auf Verdacht. Wird schon passen. Warum kommt hier ein Yeti an? Ach, wie gesagt, die Concordia, die sind ja in der Tierzähmung begabt. Wie wär's denn mit der These, dass die Concordia hier so mit drinstecken, dass sie hier sogar schon Einheiten mit hingeschickt haben? Könnte das sein? Schauen wir doch mal. Das wird ja langsam echt kribbelig hier. Was die ganzen Verdachtsmomente in Sachen Verschwörung angeht. Okay, wir haben auch wieder eine Zielmarkierung, die jetzt bloß hier nicht zu sehen ist. Naja, schauen wir mal. Gibt's hier was? Nö. Okay, dann lass hier lang weitergehen. Oh, noch mehr Yetis, das ist aber schön. Wartet doch, lasst euch hauen. Naja, egal, dann eben nicht.
Dann eben nicht. Wenn ihr nicht spielen wollt, habt ihr eben Pech gehabt. Meine Freunde kümmern sich schon um den Rest hier. Gut, dann schauen wir kurz mal erst hier hinten. Hier gibt's aber auch nichts. Wir müssen doch hier lang weiter, oder? Jetzt können wir auch. Warum auch immer wir es vorher nicht konnten. Ich weiß es nicht. Den Moraltrank nehmen wir noch mit. Und, na, geht mal zur Seite, bitte. Und dann folgen wir mal der Yeti-Spur. Ins Kellerlager. Ah, schon besser. Sie wollten bloß auf einen etwas geräumigeren Spielplatz, wie mir scheint. Komm, ich weiche euch gar nicht erst aus. Ich hau euch gleich so zu Klump. Der Levelunterschied macht's dann doch. Ich geb's zu. Gut, ich glaube, hier unten müssen wir nicht hin. Das scheint mir eine Sackgasse zu sein. Aber wir können natürlich ein bisschen was sammeln. Die Moraltränke sacken wir gern mit ein. Wunderbar. Hier hinten ist nichts, ne? Ich glaube nicht. Gut, und damit können wir uns dann wieder auf den richtigen Weg aufmachen. Raus aus dem Keller jedenfalls. Für uns geht es also oben lang weiter. Warum nicht? Ich weiß ja nicht so wirklich, was für ein Ziel die jetzt haben hier in diesem Haus. Wo genau sie ja eigentlich hinwollen. Erscheint mir noch nicht so ganz logisch. Aber die werden schon wissen, was sie tun. Nicht wahr, meine Freunde? Gehen wir doch einfach mal hier lang weiter. Auf die Versorgungsroute. Okay. Damit hat auch King wieder ein Level up. Wunderbar. Mensch, das läuft ja mit denen hier. Ist ja Wahnsinn. Dann ziehen wir auch gleich weiter. Die kommen echt gut voran, muss ich sagen. Also ich hätte gedacht, dass es schneller schwer wird, im Level aufzusteigen. Aber nee. Man hat doch so kontinuierlich seine Erfolgserlebnisse. Finde ich ganz angenehm, muss ich sagen. Und nein, auch gleich noch hinterher. Schön. Deine Anima bitte, mein Freund. So, dann verziehen wir uns auch schon. Oha. Oha. Ich weiß nicht, ob ich da hingehen will, ganz ehrlich. Aber ich glaube, uns bleibt nichts anderes übrig. Auf geht's. Augen zu und durch. Wow, das geht schnell. Lass mir doch einen kurzen Moment zur Eingewöhnung. Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Na, mein Freund? Jawohl, so dachte ich mir das doch. Der kurze Moment nach dem eigenen Angriff macht ihn verwundbar. Ist das so? Wer bist du denn eigentlich, mein Freund? Warst du hier der Bestienmeister oder wie sieht's aus? Wer weiß. Auf jeden Fall ist er jetzt tot. Das hat er davon, wenn er uns angreift. Wir gehen. Even they can't get the job done. There's no way to explain this to the king. Der König? Welcher König? Der König wessen Landes ist die Frage. Nennt sich Sid Austin jetzt etwa schon König? Oder gibt es in Concordia jetzt einen König, nachdem die Königin abgesetzt wurde? Gewaltsam. Also was heißt abgesetzt? Sie wurde umgebracht. Seltsam, seltsam. Dem sollten wir auf die Spur gehen. Na gut. Erst nach oben, jetzt wieder nach unten. Hauptsache, wir kommen irgendwann mal hier raus. Warum läufst du weg? Schön hier bleiben, mein Freund. Der Spaß ist nicht anderswo zu finden. Nur hier. Nur bei uns. Okay, lass weiterziehen. Oh, fuck. Du schon wieder. Ah, ich glaube, ich gehe wieder auf Seven zurück. Ah, oder auch nicht. So, machen wir erstmal die anderen. Platt hier kurz. Weiter, Kupo. Geht klar, wenn du das sagst. Was hat die Frau eigentlich für ein Problem mit uns? Haltet euch nicht mit ihr auf. Weiter, Kupo. Ja, ja, ich mach schon gar nicht mit ihr. Ich krieg sie ja auch nicht klein. Das ist ja das Problem. Schön.
Auf jeden Fall hat sie Spaß am Feuerwerk, wie mir scheint. Oh, Sauerei. Gut, wir gehen. Ist in Ordnung. Und wieder ein bisschen Ruhe. Ach, warum müssen die eigentlich alle so anstrengend sein? Kunmi war schon ziemlich anstrengend, aber dieser noch schlimmer. Kill them! Ist sie irgendwie so eine Art Fanboy von Kunmi? Oder was genau stellt sie denn da? So, das heißt für dich. Und der Übersoldat darf sich auch verabschieden. Weg mit euch. Das Problem hier in dieser Stadt ist auch, hier sieht echt alles gleich aus, ne? Oh, sieh mal an, wir haben 3 Stofftanks zur Verfügung. Ist das nicht schön? Nee, ich will nicht den Tank haben. Komm, den kriegen wir noch klein. Das hat man doch schon in der Waffenfabrik, so einen Kampf. Gegen 2 Kolossi. Was ist denn mit King passiert? Oh, wahrscheinlich dasselbe, was auch gerade mit 9 mit 7 passiert ist. Na toll. Hier ist was los. Mann, 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 Mann. Huch. Ich hätte nicht gedacht, dass wir hier so viel Schaden kassieren von denen. Das ist ja doch ein bisschen ärgerlich jetzt. Aber was willst du machen? Kann passieren. Jetzt sind 7 und King leider Geschichte. Na gut, was soll's. Wir schauen zumindest mal hier noch in den Wagen rein. Ein Infanterie-Kodex, okay. Ich bin mal gespannt, was wir mit diesen Büchern anfangen können. Wir haben ja auch so schon ein paar Gästebücher und so gefunden. Erscheint mir ein bisschen seltsam. Na gut. Wäre wahrscheinlich wieder so eine SO gewesen, oder? Nee, doch nicht. Wer weiß, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall nehmen wir den Weg, den die für uns freundlicherweise geöffnet haben. Wenn sie gar nicht erst angegriffen hätten, wir hätten ein Problem gehabt. Aber die machen für uns ja das Tor auf. Commencing recharge. Was auch immer du aufladen willst. Mach. So, nochmal kurz gespeichert. Diese Stimme, die habe ich doch irgendwo schon mal gehört, Kupo. Kommt jetzt etwa Kunmi wieder? Sie ist uns immer eine Nasenlänge voraus. Bereitet euch auf einen Kampf vor, Kupo. Achso, es ist doch bloß die Tante. Na gut, das ist ja nicht so überraschend, dass die wieder auftaucht, oder? Crush him. Leave it to me. Time to sit out. Leave this to me. Trey, das ist dein Moment. Na gut, auf geht's. Oh, wenn sie aber in den Nahkampf kommt, dann können wir auch gern mit Nein kämpfen. Ich stress sie gar nicht. Oh. Sauerei. Die ist echt schwer zu treffen im Nahkampf, muss ich feststellen. Okay. Oh, shit. Die haut aber auch rein. Na komm schon. Ah Mist, ich hab den Moment verpasst. Komm schon. Zeig mir deine entblößte Stelle. Das klang seltsam. Tut mir leid. Jetzt. Yeah! Kannst du? Das lief ja nicht so gut für dich, was? Oh, jetzt geht sie aber ab. Ich glaube, sie ist sauer. Ja, mir scheint ganz so. Daneben. Und Feierabend. Oh, was? Gut. Mission abgeschlossen. Du gehst uns nicht mehr auf den Sack. Halbe Stunde. Na gut, war ja eine ziemlich lange Mission. Mensch, sowas hatte ich noch gar nicht. Wahnsinn. Schade, 3 K.O.s, das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. 3? Ist gerade noch jemand gestorben von meinen beiden Freunden da? Ich habe es gar nicht mitgekriegt, ehrlich gesagt. Aber gut, Missionsbewertung A ist ja am Ende doch noch ganz okay.
Kann ich, glaube ich, mit leben. Ist in Ordnung. Auch wenn ich die K.O.s gern vermieden hätte. Aber was willst du machen? Ich glaube, wir sind raus aus der Stadt. Aber von jetzt an sind wir wohl leider etwas vogelfrei. Naja. Es gibt schönere Situationen im Leben, glaube ich. Mission abgeschlossen. Sonderbelohnung. Magie aktualisiert. Blitz GRT freigeschaltet. Sonderbelohnung. Schutzemblem. Und als Seven 700 Gegner besiegt, von jetzt an gibt es den Frostbeißer im VP-Sortiment, in das wir bei Gelegenheit mal reinschauen sollten, denn ich habe ein paar Missionen auch mit Unterstützung aus der Akademie gemacht, sodass wir da doch ein paar Punkte im VP-Shop jetzt haben. Könnte uns weiterhelfen. Schauen wir doch mal. Gut, wir speichern. Ist das Kapitel schon wieder zu Ende? Wäre ja ein sehr kurzes gewesen. Aber gut, die Essenz des Kapitels ist ja im Prinzip schon abgearbeitet, nämlich der Fall der letzten Königin. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ehemaliges Lorica. Oh, ich glaube, wir sind echt auf der Flucht jetzt. Kann das sein? Wir sind echt auf der Flucht, wenn wir uns in Lorica verstecken, wo ja nichts mehr ist. Okay. Wird spannend, glaube ich. What the? This is for the Queen! Rem! Machina? Rem, are you okay? Yeah. Just a little shaken up, that's all. I see. Glad to hear that. So, where are we then? You're awake. What happened? Wait! Please listen, it wasn't us! It's true, please listen to us! Rotro! You mustn't! Quite bold you are. Now unto me, your innocence you must prove. Deuce was pretty amazing back there. Yeah, no kidding. She's the type you really don't want to get mad. Oh, no. I was just desperate, that's all. At any rate, she believed what Deuce said. Yeah, she was like, the dragons say they believe you. That's right. I recall that she seemed most intrigued by the encounter we had with one of the Concordian King's men during our escape. Essentially, unlike the Divine Queens, the Kings of Concordia are... All right, save it for another time. And so, she helped us with our escape.
though we're still in Militesi territory. Hey, what's wrong? You injured or something, huh? Get it together, will ya? Stop that! Don't talk down to me like that! You wanna say that again? Hey you! What's with your attitude? Who do you think carried you all this way, huh? So you'll save me for some reason. But you kill my brother? Your brother? Makino, what are you saying? My older brother was killed by Class Zero. If it weren't for you people, he wouldn't have had to run all over the battlefield. There was no reason for him to die. You mean during the liberation campaign? Maybe he was just a nameless soldier to you. But to me he was... You're wrong. We were just following orders. No. If you want to think that, then go ahead. But no matter how much you blame us, it won't bring your brother Izana back. What? How do you know my brother's name? That's quite enough! Makina, I know you are distressed, but we have larger issues at stake right now. Larger issues? We can't contact the Dominion. They won't answer, no matter how many times we try. What? But if the Chancellor and the Commander are okay, they should have reached Brubroom long ago, right? Now do you understand? Not one of us has time to agonize over the past at this moment. Memories of the dead are the shackles of the past. We must forget in order to break free, to move forward. Shut up! That's the excuse you used to sacrifice my brother! You gotta calm down, Makina. You're like a spoiled child. If you want to play the tragic hero, then stay here and put on a one-man show! What the hell do you know?! Makina, please stop it! Let's get some rest! Damn it! Makina, where are you going?